Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute ist es mal kein Reaction-Video. Wir haben heute Samstag, den 22.05. Ja, ja, ganz genau, mein Geburtstag. Ihr könnt alle einmal fleißig in die Kommentare voll spammen. Danke jetzt schon mal an alle für eure Glückwünsche. Ihr habt mir ja schon fleißig auf Instagram und so weiter gratuliert. Vielen, vielen lieben Dank, Freunde. Und ich dachte mir, weißt du was? Wir haben vor wenigen Tagen auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht. Ey Leute, was wollt ihr von mir wissen? Ne? Ich habe ein paar Fragen beantwortet. Und ich habe mir jetzt nochmal so ja einige rausgesucht und dachte mir, komm, weißt du was? Heute keine Reaction auf locker. Ich beantworte einfach mal so ein paar Fragen, ne? Zu auch meiner Persönlichkeit und ja, einfach so ein paar Sachen bei mich. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen direkt los mit der ersten Frage. Hast du die blaue Folie deines Autos entfernt? Ja, habe ich, ne? Mein Auto ist jetzt wieder weiß, also an alle, die mich jetzt fragen, nee, ich habe den nicht weiß lackiert oder so. Ich habe einfach nur die Folie abgezogen, ich hatte keine Lust mehr. Ich finde irgendwie weiß ist viel, viel schöner, viel cleaner. Nächste Frage von Betjan. Wie groß bist du? Ich bin circa 1,82, nicht so groß. Ich weiß, Menschen kommen immer auf mich bei den Videos und sagen, hä, ich habe dich größer geschätzt, ne? Vor allem, das sind meistens Mädels, die 1,50 sind. Dann sage ich, okay, du bist jetzt aber auch nicht gerade groß, ne? Aber ja, so circa 1,82. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Würdest du auch mit einer Deutschen zusammenkommen wollen? Ich sag mal so, ne, zum Thema Frauen wurden mir natürlich auch viele Fragen gestellt. Und das ist so eine Frage, ich sag euch ehrlich, ich habe auch viele Freunde, die eine deutsche Frau haben, ne. Und bei uns ist es ja wichtig, sage ich mal, als Muslim, dass die Frau letztendlich konvertiert, ne. Also als Mann darfst du, als Muslim darfst du eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber nicht umgekehrt. Und ich sag mal so, es ist jetzt egal, welche Nationalität, ne, so, das ist jetzt nicht so wichtig, weil du weißt nicht, in wen du dich verliebst, ne, wo das, ne, so, was dein Schicksal ist, ist ja alles bestimmt für dich, welche Frau für dich bestimmt ist, aber so Religion ist halt schon für mich wichtig, ne, dass auch unser Kind so, ne, mit einer Religion aufwächst, damit am Ende keine, sage ich mal, Unstimmigkeiten entstehen und nicht unnötiger Streit entsteht, weil ich sag mal so, das Kind wächst eher immer so nach der Mutter auf, ne, bin ich mir schon ziemlich sicher. Und deswegen ist es schon eher wichtig, dass sie auf jeden Fall eine Muslima ist, ne? Und ja. Dann machen wir weiter mit... Larissa fragt, du isst immer so lecker, wer kocht immer? Ja, ist auf jeden Fall, also kann man sich eigentlich denken. Natürlich Mama, ne? Also ich kann so ein bisschen kochen, so typische Gerichte, Nudeln, dies, das, was jeder kann, aber nichts Großartiges. Ja, Essen ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich sehr feiere, ne? Ich esse immer mal sehr gerne und vor allem... Die Mutti macht das beste Essen, sage ich mal so. Bin ich sehr, sehr dankbar. Also seid immer dankbar für eure Mutter, ne? Wisst das zu schätzen, weil es gibt viele, die haben leider keine Mutter mehr und ja, haben dieses Privileg nicht, dass man jeden Tag zu Hause so viel und schönes Essen hat, ne? Aber ja, das macht meine Mutti immer. So, dann mal weiter. Wirst du dich impfen lassen? Von Ramadan heißt der, okay? Achso, Ramadan, genau. Ja, wirst du dich impfen lassen? Ich sag mal so, ich kenne auch schon einige, die sich impfen lassen haben. Ne? Ich bin voll dagegen. Aber letztendlich... Wenn du irgendwann gezwungen wirst und du so sehr eingeschränkt wirst und du einfach keine Wahl mehr hast und dich impfen lassen musst, dann muss man da durch, Digga. Ich bin voll dagegen, weil man weiß letztendlich nicht, was für Schwermetalle fließen da durch deinen Körper, was für Sachen sind da, weil ich meine, Digga, die größten Politiker lassen sich nicht mal impfen, weißt du, und sagen, impft euch alle. Wir sind so die Versuchskaninchen, kann man sagen. Ich sehe es echt nicht ein, weil ich nicht weiß, was da drin ist und ich ganz genau weiß, dass das nichts Gutes ist. Das verändert deine ganzen Zellen und so weiter, das greift die an. Ist nichts für mich, aber wenn es sein muss, dann müssen wir da durch, dann kannst du auch nichts machen. Okay. Warum machst du keine Straßenvideos mehr von Ramin? Ja, das Problem ist ganz einfach aufgrund Corona, ne? Mittlerweile ist es halt so, dass immer weniger auf den Straßen waren, du immer mehr eingeschränkt bist, wenn die Polizei kommt und so weiter, kannst nicht mal mehr ein Interview und es macht einfach keinen Spaß mehr. Ich fühle mich wohl hier auf dem Reaction-Kanal auf jeden Fall, lade jeden Tag ein Video hoch und versuche jeden Sonntag auf dem Hauptkanal was hochzuladen. Versuche halt immer wieder anderen Content zu bringen, ne? Aber ich hoffe, dass sich das Ganze mal widerlegt und dass ich im Sommer wieder loslegen kann und einfach die alten, gewohnten Videos, ne, hochladen kann und machen kann, ne? Und ja. Wann dein nächstes Stream? Egal, welche Plattform, vermisst du deine Streams von Mehmet? Vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe es auch sehr vermisst, auf Twitch zu streamen. Ich sag mal so, auf jeden Fall streamen wir auf YouTube jetzt weiter. Jeden Donnerstag auf Freitag um 23.59 Uhr machen wir Wonder Show. Ob ich zwischendurch noch streamen werde, denke ich schon, aber ab wann genau, weiß ich noch nicht. Kann man ein Meet and Greet hinter den Kulissen von Javi TV buchen? Wäre sofort dabei von Abdu. Buchen auf jeden Fall nicht. Wir haben aber auf jeden Fall mal überlegt, dass wir uns einen Tag, sage ich mal, einen Fan rauspicken und den dann so einen schönen Tag verbringen. Wie zum Beispiel,
Keine Ahnung, wir zeigen unsere Spots, gehen bei Riffys einen leckeren Burger essen, fahren ein bisschen rum, vielleicht zeigen wir so, wie es abläuft, wenn wir Videos drehen, einfach mal so einen schönen Tag machen, das Ganze verfilmen und hochladen. Ich denke mal, das Ganze wäre nice, wenn ihr auf sowas Bock hättet, gerne in die Kommentare schreiben. Okay. Orkund fragt, wie sind Pyramiden entstanden, Modok? Das macht einen Klick bei mir. Ich sag dir ehrlich, Digga, das hat früher auch bei mir einen Klick gemacht, ne? Man hat immer wieder überlegt, ey, wie ist das und das entstanden? Ich sag euch ehrlich, die drei Pyramiden aus Ägypten, oder keine Ahnung, ich glaube, es gibt sogar mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese drei großen, die wir alle kennen. Meine, also das, ich habe zwei Theorien. Die erste ist, die Menschen waren ja früher viel, viel größer, ne? Mehrere Meter groß waren sie und hatten auch viel, viel mehr Kraft. Und was man so denken könnte, ist, dass sie dann, weil sie größer waren und auch mehr Kraft hatten, dass sie dann irgendwie alle Mann so einen Stein gepackt haben und den so getragen haben und keine Ahnung, oder mit so einem Seilsystem, irgendwas, keine Ahnung, man weiß es nicht, ne? Aber dann denke ich mir wiederum, Digga, diese Steine wiegen, was weiß ich, wie viele Tonnen, wie viele Kilos, Digga, und bis nach oben getragen und dies und das und so perfekt schön gerade, Digga. Ja, ne, nicht mal heutzutage Architekten werden sowas schaffen, das ist wirklich geisteskrank, ne? Das dachte ich mir erstmal. Oder, ne, dann muss man ein bisschen vorausdenken, so. Aus religiösen Aspekten, sage ich mal, das Ding ist, die Dämonen, also Djinns, ne, auf unserer Sprache gesagt, die haben vor uns gelebt. Die leben ja immer noch und die sind vor uns Menschen entstanden, ne? Und da sie vorher auf der Welt gelebt haben, glaube ich, dass das ihre Werke sind, die sie hinterlassen haben, ne? Also das ist meine Theorie so. Kann man sehen, wie man es will, ne? Aber letztendlich, so wie was entstanden ist, weiß man nicht, ne? Man hat nur Theorien. Mahmad, nee, M-A-M-D, keine Ahnung. Mädchen mit Kopftuch oder ohne, was willst du eher? Ja, sag ich euch ehrlich, natürlich so aus religiösen Aspekten, Kopftuch ist immer besser so. Aber ich würde niemals meine Frau irgendwie so bedrücken, unterdrücken und sagen, hey, du machst das, das, das. Natürlich so, wie sie sich anzieht, da muss man schon drauf achten, ne? Da habe ich Mitspracherechte, ne? Auf jeden Fall. Aber so beim Thema Kopftuch, weil es ist ihre Sünde, ich werde ihr es auf jeden Fall empfehlen und werde sagen, trag, mach, es ist wichtig und werde sie dafür anregen, anfeuern. Hey, du siehst damit noch schöner aus, mach, es ist besser für dich. Aber letztendlich, ob sie es will oder nicht, ist ihr überlassen, das sind ihre Sünden. Es ist, ja, ihre Sache, sage ich mal so. Und ja, dann von Hiba, warum hast du eigentlich überhaupt mit YouTube angefangen, wie kam es dazu? Ja, ich glaube, habe ich auch schon oft erwähnt, ne? Früher, ich wusste nicht, wohin mit meinem Leben, hatte einen schwierigen Werdegang, Hauptschule, dann dies, das, geflogen, dies, das und so weiter. Hab nebenbei an der Kasse bei Burger King gearbeitet, ich wurde schlecht von meinem Chef behandelt und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht, ey, nach diesem Job, du wirst nie wieder für irgendeinen arbeiten. Das war in dem Moment die Phase, wo ich auch kein Facebook und Insta mehr gemacht hatte, keine Comedy-Videos mehr und dachte mir dann, weißt du was, Digga, kauf dir eine Kamera, kauf dir ein MacBook mit dein ganz Erspartes, Digga, mach irgendwas. Hat ein paar Monate gedauert, ne, bis irgendwann so, sage ich mal, so die ersten Klicks kamen und die Abonnenten. Aber letztendlich, alhamdulillah, alles hat sich ausgelohnt und ausgezahlt und ja, so, ne. Ich sag mal so, man muss im Leben gewisse Risiken eingehen, ne. Ansonsten kannst du schwer was erreichen und ja, bin froh, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Und ja, was verdienst du ungefähr im Monat von Ahmed? Ja, ist auch so eine Frage, was immer Leute fragen, was verdienst du mit dies und das? Und nee, ich sag euch ehrlich, so über Verdienste sollte man auf jeden Fall nicht sprechen, so. Weil mich interessiert es auch nicht, was irgendein anderer verdient, so. Jeder soll es für sich machen, so. Im Endeffekt, es bringt ja nichts, wenn du weißt, was ich verdiene, so, was hast du davon? Weil ich mag es auch gar nicht. Es gibt YouTuber, die, ja, geben ihre, sage ich mal, YouTube-Lohn oder was weiß ich, was auch immer, Preis, die von Twitch-Einnahmen und so weiter. Manchmal ist es cool, man hat so einen kleinen Einblick als Zuschauer, was verdient man so. Aber ich finde es wiederum so, irgendwie sollte man nicht machen. So. Manchmal sind es halt so gewisse, so hohe Summen, sage ich mal. Und dann als Zuschauer denkt man sich, krass, der verdient so viel. Und soll einfach nicht sein. So. Das, was ihr wissen sollt, ist einfach nur, ihr sollt gar nichts mitbekommen. Sei es, ob wir viel verdienen, viel abdrücken müssen für dies, das, jenes. So. Ihr sollt einfach nur die Videos sehen, ihr sollt unterhalten werden. Ne? Das war's, das ist unser Ziel. Nicht mehr, nicht weniger. Misa fragt, wann kommt wieder ein Video, wo ihr verlassene Häuser geht, zum Beispiel Krankenhaus oder Psychiatrie? Ich sag euch ehrlich, das ist auch so eine Sache, das können wir leider nicht mehr machen, obwohl ich sehr gerne machen würde. Aber ich habe so viele Anzeigen bekommen und musste auch schon wirklich sehr, sehr viel deswegen zahlen, weil wir auch mal in einem Haus drin waren. Und irgendwelchen Verwandten gehörte das noch, die dann Rechte hatten und die haben mich dann angeklagt. Anwaltsbriefe, dies, jenes, Hausfriedenseinbruch und bla bla, muss ich an den Staat Geld zahlen, an die Geld zahlen und so weiter. Hat mir riesen Ärger reingebracht. Ne? Es ist sogar noch ein Verfahren am Laufen, wegen so einer großen Sache. Das Video konnten wir nicht mal veröffentlichen, deswegen. Das war das krankeste Video überhaupt, ich schwör's euch. Ja, aber halt so aus dem Grund. Ne? Schon mal mit dem Gedanken gespielt, mit YouTube aufzuhören von Daxa. Ich sag euch ehrlich, vor ein, zwei Jahren oder so, es gab auf jeden Fall mal Phasen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Depression hatte, eigentlich nicht, aber so schon leicht kaputt war.
Sei es, wo, wenn du mal so einfach so eine schlechte Phase hattest, wo die Klicks nicht gestimmt haben, wo du dann mies verdient hast und plötzlich hatte ich dann voll viele Ausgaben, hatte irgendwelche Strafen. Das war ja letztes Jahr leider das Problem, ne? Eine Anzeige von da. Und das hat einen schon mies getroffen und irgendwann hast du dir einfach gedacht, Digga, wozu mache ich das? Das, was ich verdiene, ich musste das Doppelte schon an Strafen zahlen und musste das und das. Und irgendwann war ich so kaputt, aber man sagt sich natürlich immer, ey, nicht aufhören, Sabr haben, Geduld haben, ne? Einfach weitermachen. Es gibt gute und schlechte Tage. Und ja, Alhamdulillah, die schlechten Tage sind vorbei und ja, immer weitermachen, ne? Warum immer die 7 in deinem Namen oder auf deinem Kennzeichen von Hamza? Ja, Digga, ist eigentlich so ganz klar, oder? Seit klein auf Cristiano Ronaldo-Fan, deswegen Kanye W7 auf Instagram, folgen mir da alle. Und deswegen auch immer auf dem Kennzeichen die 7, ne? Dann haben wir, was haben wir noch? Wie machst du deine Haare? Wallah, Kafaya Jam. Also er sagt, ich drehe noch durch vom Furkan. Ja, ich wollte noch mal ein, sage ich mal, extra so ein explizites Video machen, ne, wo ich alles erkläre, was für Produkte ich benutze und so weiter, was ihr benutzen müsst, an Pflege angeht und so weiter. Das ist schon so ein längeres Thema. Dafür wollte ich mal gerne so ein, ne, so ein eigenes Video machen. Das werde ich auf jeden Fall noch bald hochladen. Und ja, dann haben wir... Achso, okay. Das ist dann somit die letzte Frage. Wie alt bist du jetzt geworden, ne? Heute Geburtstag gehabt, 22.05. Ich sag euch ehrlich, kann man jetzt endlich sagen, es macht immer auch Spaß, dieses Sweet 18 und so. Da haben mich jetzt auch viele gefragt und ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie alt ich bin, ne? Ihr könnt mal raten so, auf jeden Fall. Ja, heute habe ich Geburtstag und bin... It's Mila time. Louisa Vines. It's Mila time.